Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Die Zwerge. Langsam habe ich's raus. Ja, das letzte Mal sind wir direkt vor Orgrimmar stehen geblieben, der Festung der Zweiten, der Meistersteinmetze des geborgenen Landes. Und ja, ich hatte mir einfach überlegt, lieber die Aufnahmesession ein bisschen vorher zu beenden und euch so einen blöden Cliffhanger zu hinterlassen, als dass ich mitten in Orgrimmar unterbrechen müsste. Das wäre nämlich blöd gewesen. Wenn, dann erleben wir Orgrimmar jetzt am Stück. Also, betreten wir Orgrimmar. Mit letzter Kraft verlasst ihr endlich den 40 Meilen breiten Sandstreifen, der euch noch von Orgrimmar trennt. Es ist, als würdet ihr durch eine Wand treten, als das Toben des Windes und Sands plötzlich verstummt. Vor euch ragt ein gewaltiges Bergmassiv in die Höhe. Das blaue Gebirge. Die Berghänge werfen lange Schatten auf die darunter liegende Festung Orgrimmar, welche sich an die Ausläufer des Gebirges schmiegt. Mit ihren vier untereinander liegenden Verteidigungsterrassen sieht sie selbst aus der Ferne beeindruckend aus. Mit jedem Schritt wächst deine Vorfreude, zum ersten Mal eine echte Zwergenfestung zu betreten, und du fühlst, wie die Kraft in deine Glieder zurückkehrt. Es ist fast geschafft. Ja, Orgrimmar, mit einer schönen Willkommenscutscene, in der ich erst einmal nichts sagen werde. Sondern das einfach nochmal mit euch genießen möchte. Mein Großkönig, hier stehe ich vor dir, weil du mich gerufen hast, um dir auf den Thron nachzufolgen. Sei gegrüßt. Bevor du zum Nachfolger des Großkönigs gewählt wirst, höre, welche Herausforderungen auf dich warten. Orkhorden ziehen durch den Norden und den Westen, und das Tote Land regt sich. Anscheinend können die Zauberer die Barrieren nicht aufrechterhalten. Das beschert uns die einmalige Gelegenheit, die letzten Elben in Alandur anzugreifen. Sie sind geschwächt, das Tote Land setzt ihnen zu. Lasst uns die Verräter ein für allemal vernichten. Ja, richtig, genau. Hört, hört. Wahnsinn, was redest du da? Ich erkenne dich nicht wieder, König Gandugar. Die Elben sind Bewohner des geborgenen Landes. Hat dein Hass auf sie deinen Verstand getrübt, dass du dich über die Worte unseres Gottes hinwegsetzen willst? Valendilins Blick fällt wie beiläufig auf den Berater des Königs der Vierten. Oder berät dich jemand schlecht? Im Gegenteil. Es war Bislipur, der mir endlich den Beweis lieferte. Ein Bericht mit dem Titel, wie die Fünften das Tor verloren. Es waren die Elben, die die tapferen Krieger der Fünften in ihrer Festung vergifteten. Eine hinterhältige Krankheit, verbreitet von Spitzohren in den Schächten des Grauen Gebirges. Ich habe es immer gewusst. Glaube ich nicht. Verrat! Tod den Spitzohren! Möglich! Dafür sollen sie zahlen. Genug! Ihr Kurzsichtigen! Es geht um die Sicherheit des geborgenen Landes. Wir müssen über unseren Schatten springen und ein großes Bündnis schmieden. Mit den Elben! Ja, und sogar mit den Dritten! Wenn wir das Tote Land besiegen wollen. Mein Großkönig, das kann nicht euer Ernst sein. Gefasel von einem Zwerg, der in seinem Amt zu alt geworden ist. Sind wir nicht hier, um einen neuen Großkönig zu wählen? Wir haben lange genug gewartet. Wie es scheint, werdet ihr noch etwas länger warten müssen. Der zweite Anwärter ist eingetroffen. Unsere Gäste müssen müde sein von ihrer langen Reise. Die Ratssitzung ist bis morgen vertagt. Ja, wie die einfach so den Thronsaal reinmarschieren und alle jetzt ungläubig gucken. Vor allem Tungdil. Ja.
Aber wie kommt ihr darauf, ich sei... Es wird sich alles klären. Ich habe dir ein Zimmer herrichten lassen. Bevor du dich hinlegst, statte bitte dem Großkönig und mir einen Besuch im Thronsaal ab. Auch wenn man es schlecht sieht, er hat nur eine Hand, beziehungsweise einen Arm. Der gute Berater. Und ja, jetzt sind alle Nebenaufgaben hier verschwunden, weil wir das nächste Kapitel erreicht haben, auch die Hauptaufgaben. Du bist beeindruckt, zum ersten Mal in deinem Leben eine Festung der Zwerge zu sehen und dann sogar Ogertod. Die Festung der besten Steinmetz im geborgenen Land. Aber was hat Großkönig Gundrabur da gesagt? Du seist ein... Nein, das kann nicht sein. Ja. Ich könnte jetzt schon den Thronsaal betreten. Das war ein Fehler. Kann ich wieder gehen? Tungdil, komm näher. Die Kraft, die der greise Großkönig ausstrahlte, als er die Versammlung zur Ordnung rief, ist aus ihm gewichen. Sein Körper sitzt zusammengesunken. Ich überspringe das mal kurz. Als du mit... Ich... Du... Ja. Du sollst je und was... Ja. Ich... Nein. Kann ich... Ja, den Autosave laden. Wenn, dann will ich erstmal euch Ogertod zeigen. Die Lupe irritiert manchmal ein bisschen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass irgendeine Zwischennachricht kommt. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr richtig in Erinnerung. Also ja, willkommen in Ogertod. Noch etwas rauszoomen, soweit wie es geht. Ich frage mich, ob ich die Folge vielleicht mal nachhellen müsste, damit das besser zur Geltung kommt, weil YouTube macht leider alles dunkler. Aber ich glaube, ich werde sie nachhellen, diese Folge. Gut, wir haben hier zwei Zwillinge, die uns eine Antwort schuldig sind. Ah, eure Hoheit! Wisst ihr, was hier los ist? Großkönig Gundrabur scheint es nicht gut zu gehen. Die Festung Ogertod. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie einmal mit eigenen Augen sehen würde. Ich komme später wieder. Wisst ihr, was hier los ist? Anwärter? Raus mit der Sprache. Was wusstet ihr? Ein leicht schuldbewusster Ausdruck huscht über Boindils Gesicht. Doch schnell ist er wieder ganz der Alte. Ein Gelehrter als Großkönig hat doch was. Unsere Stimmen sind dir schon mal sicher. Boindal nickt zustimmend. Als Großkönig könntest du die Clans vereinen und sie dazu bringen, gegen Nordon zu ziehen. Du blickst deine Freunde an und bist dir nicht ganz sicher, ob sie dich verschaukeln wollen oder nicht. Ich kann kein Großkönig sein. Ich habe all mein Wissen doch nur aus Büchern und ihr verschaukelt mich nur, oder? Das Grinsen der Zwillinge wird immer breiter und es scheint, als könnten sie sich kaum noch beherrschen. Sprich einfach mit Großkönig Gundrabur und Balendilin. Sie werden dir alles erklären. Ja, dem Großkönig scheint es aber nicht gut zu gehen. Großkönig Gundrabur wirkt... Nun ja. Alt ist er. Uralt. Selbst für einen Zwerg. Solange ich denken kann, war er schon alt. Balendilin kümmert sich seit dutzenden Zyklen um die meisten Belange. Aber Gundrabur hat immer das letzte Wort. Geistig ist er jünger als wir alle. Ich sage es dir. Balendilin sollte Großkönig werden. Ich war dabei, als eine Schweineschnauze ihm seinen Arm genommen hat. Hat danach noch ein halbes Dutzend von ihnen erlegt. Was für ein Kampfgeist. Wir mussten ihn vom Schlachtfeld tragen. Das Gesetz verlangt, dass ein Erster oder ein Vierter zum neuen König aller Zwerge gewählt werden muss. Und da die Ersten nicht erschienen sind... Ja, das ist nämlich so. Es darf immer nur aus einem Stamm... Nicht Clan, nicht verwechseln, weil ein Stamm besteht aus mehreren Clans. Ein Stamm darf immer nur eine, ich sag's jetzt mal, Amtszeit, weil die Amtszeit geht von der Wahl des Großkönigs bis zu seinem Tod, den Großkönig stellen, dann ist ein anderer Stamm dran, um das Ganze nicht zu einseitig zu gestalten. Deswegen sind es zurzeit die Zweiten. Die Dritten kommen ja überhaupt nicht in Frage, weil sie die Zwergentöter sind und sich eh abgeschottet haben.
Die fünften sind leider ausgelöscht. Also bleiben noch die ersten und die vierten. Und die ersten sind halt nicht erschienen. Deswegen bleibt halt nur der König der Zweiten. Ja, Ogre tot. Das ist eine Festung. Zum ersten Mal hast du Gelegenheit, dir der Schönheit des Ortes bewusst zu werden. Du vergisst auf der Stelle, was du sagen wolltest. Ich habe noch nie so eine meisterhafte Steinmetzarbeit gesehen. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, dass man Stein überhaupt so bearbeiten kann. Haha, die Zweiten sind eben die besten Steinmetze unter den Stämmen. So hat Vrakas uns gemacht. Naja, einige von uns hat er auch zu Kriegern gemacht. Boindal wirft seinem Bruder einen Blick zu und dieser lächelt zufrieden, während er sich selber in der Halle umsieht. Ich denke, ich werde mich mal weiter umsehen. Verlauf dich nicht! Und heute Abend trinken wir erstmal ein schönes Schwarzbier im glühenden Amboss. Ja, Vrakas hat nämlich die verschiedenen Zwergenstämmen unterschiedliche Talente gegeben. Die ersten waren meisterliche Schmiede. Die zweiten, die wir hier sehen, sind meisterliche Steinmetze, was man hier schön an der Arbeit ja auch sehen kann. Unter den Verzierungen am Boden. Das ist alles Stein, auch wenn es teilweise nicht so aussieht. Die dritten sind außen vor. Die sind von Vrakas, also besser gesagt, sie haben Vrakas abgelegt, wie man es nennen möchte. Das Thema hatten wir ja bereits am Schwarzjoch. Die vierten, die hier angekommen sind, sind Edelsteinschleifer, die besten. Und dann haben wir noch die fünften, die ja jetzt ausgelöscht sind. Die waren die besten Runenschmiede, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Also gerade Schutzruhen. Deswegen hatten sie auch die Ehre, den steinernen Torweg zu verteidigen. Während die zweiten eben mit ihrer unglaublichen Festung hier die hohe Pforte verteidigen. So, da lang können wir nicht gehen. Diese ziemlich coolen Treppen hinab. Oder da drüben weiter. Weil die beiden versperren uns den Weg. Die wollen nicht, dass wir hier rumstreuen und uns verirren. Gucken wir mal in den riesigen Abgrund. Nur erahnen. Als die Zweiten das Blaue Gebirge zu ihrer Heimat ernannt haben, gab es hier nur hartes Gestein und einige kleine Höhlen. Fantastisch. Ja, das... Da sieht sogar der Erebor aus der Hobbit alt dagegen aus, muss ich ehrlich zugeben. Oder Moria. Ich meine, das geht runter, da könnte man fast mal an Star Wars, an Coruscant denken. Niemals den Boden sehen. So, ich könnte meine Kammer betreten. Viel mehr gibt es ja auch nicht zu betreten. Also ab da rein. Andokai, was gibt es? Ich bin gekommen, um dir die hier zurückzugeben. Ich konnte sie entziffern, größtenteils. Du hast die Maga dabei beobachtet, wie sie sich auf eurer Flucht immer wieder Zeit genommen hat, die Bücher zu studieren. Es sind Aufzeichnungen aus dem jenseitigen Land. Sie berichten von dämonischen Wesen aus dem öden Land, die von Menschen Besitz ergreifen können und ihnen große Macht verleihen. Zum Beispiel Unsterblichkeit? Die Maga nickt ernst. Es wird von einer Axt berichtet, geschmiedet von den Untergründigen, Feuerklinge genannt. Sie soll die Macht haben, durch Fleisch und Knochen des Lebenden zu schneiden und das Dämonische in seinem Innersten gänzlich zu vernichten. Ja, Feuerklinge, wichtige Axt. Glaubt ihr, sein Dämon hat Besitz von Odin ergriffen? Wisst ihr etwas über das jenseitige Land und diese Untergründigen? Fragen wir mal über den Dämon, weil das hat sich ja mittlerweile ziemlich erhärtet. Ihr denkt also, ein Dämon aus dem jenseitigen Land hat von Odin Besitz ergriffen? Er sah sehr verändert aus, als ich ihm in Porista begegnete. Und er ist auferstanden, obwohl ihr ihm den Kopf abgeschlagen habt.
Das lässt sich nicht mit der Macht des Toten Landes erklären. Und er wollte verhindern, dass uns diese Bücher in die Hände fallen. Das wäre nur verständlich, wenn die Feuerklinge die Macht hätte, ihn zu besiegen. Wisst ihr etwas über das jenseitige Land und diese Untergründigen? Kennt ihr diese Untergründigen? Von den Untergründigen habe ich noch nicht gehört. Aber im jenseitigen Land war ich bereits. Es muss schrecklich sein. Seit tausenden Zyklen marschieren von dort die Horden Tions gegen unsere Festungen. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Sicherer als ein Land, in dem ein von einem Dämon besessener Magus herumläuft, ist es allemal. Aber da draußen gibt es doch noch mehr Dämonen, das ist ja das Problem, hä? Die Feuerklinge, sie könnte unsere beste Chance sein. Wo befindet sich diese Feuerklinge? Ich weiß nicht, ob diese Waffe jemals geschmiedet wurde. Sie benötigt seltene Materialien und meisterhafte Handwerkskunst. Der reinste, härteste Stahl. Runenverzierte Widerhaken aus Stein. Ein Griff aus Sigodatienholz. Intarsien aus allen edlen Metallen. Die Schneide mit Diamanten besetzt. Geschmiedet in der heißesten Esse. Wir sind Zwerge, wir haben die talentiertesten Handwerker. Und du hast das Sigodatienholz. Es ist bei den Gegenständen in deinem Rucksack, zum Glück. Denn Sigodatien gibt es keine mehr im geborgenen Land. Aber selbst wenn es euch gelänge, die Axt zu schmieden, es könnte alles nur ein Märchen sein. Zu wenig, um unser Leben darauf zu verwetten. Die Feuerklinge könnte unsere einzige Chance gegen uns sein, also schmieden wir sie. Die fehlenden Materialien können wir hier in der Festung bekommen. Genau wie einen Edelsteinschleifer. Schließlich sind Gandogar und seine Vierten hier. Einen Steinmetz der Zweiten und ich kann schmieden. Die Maga betrachtet dich nachdenklich und kurz scheint es, als würde dein Enthusiasmus eine Wirkung auf sie haben. Doch dann sagt sie... Ich wünsche dir viel Glück, Tungdil. Ihr wollt noch immer das geborgene Land verlassen? Aber was wird aus eurem Reich und all den anderen Reichen? Ich bewundere deinen Optimismus, mein Freund. Doch es ist nicht klug, sich einem rollenden Fels in den Weg zu stellen. Es widerstrebt mir, mein Reich aufzugeben. Aber ich glaube, ich könnte nicht mehr erreichen, als das Leiden unnötig zu verlängern. Aber du willst die letzte Maga des geborgenen Landes nicht ziehen lassen. Leider fällt dir nichts ein, was sie zum Bleiben bewegen könnte. Meinen Dank, ehrenwerte Maga, für alles, was ihr getan habt. Jo, hier sind wir mal los. Die Feuerklinge. Andokai hat Gorins Bücher entziffert. Sie handeln von Untergründigen aus dem jenseitigen Land und Dämonen, die von anderen Wesen Besitz ergreifen und ihnen große Macht verleihen können. Die Untergründigen haben eine Waffe erschaffen, die solche Dämonen töten kann, eine Axt namens Feuerklinge. Die Feuerklinge muss neu geschmiedet werden. Ihr benötigt seltene Materialien und die besten Handwerker und das heißeste Feuer des geborgenen Landes. Das heißt, ihr müsst zum untergegangenen Reich der Fünften reisen. Nur dort kann die Axt geschmiedet werden. Nur wie willst du für solch ein Unterfangen die nötige Unterstützung erhalten? Ja. Das ist es eben. Die Drachenesse, die heißeste Esse des geborgenen Landes, ist im Reich der Fünften. Gucken wir uns mal die Sachen hier an. Goren hatte eine Antwort auf die Bedrohung gefunden. Die Feuerklinge. Egal wie schwer es ist, sie zu schmieden, wir müssen es tun. Wir wissen von nichts anderem, was einen Dämon verletzen könnte. Das war das Erste. Sigodatienholz. Es ist sehr selten. Vermutlich wollte Lord Ionan es untersuchen oder damit experimentieren. Und zwar bist du durchaus erschöpft von eurer abenteuerlichen Reise hierher. Aber es wäre unhöflich, dich einfach schlafen zu legen, wenn der Großkönig noch auf dich wartet. Das Bett lassen wir also mal. Verschiedenste Käsesorten, eingelegte Höhlenpilze, geröstetes Stollenmoos und einige Dauerwürste. Allein der intensive Geruch des Käses lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Nur, dass der Käse grün ist. Aber ja, gut, das ist unsere ziemlich hübsche Kammer, muss ich sagen. Ah.
Also zurück zum König. Ups. Da können wir nicht lang. Die Zwillinge haben nichts zu sagen Neues. Ah, Tungdil. Was gibt's? Na doch, über die Bücher. Andokai konnte entziffern, was in den Büchern steht, die Goren Togur dem Schönen zukommen lassen wollte. Sie erzählen von einer dämonischen Bedrohung aus dem jenseitigen Land und wie man sie aufhalten kann. Nudin ist mit normalen Waffen nicht zu töten. Aber Untergründige haben eine Waffe erfunden, mit der das gelingen könnte. Die Feuerklinge. Untergründige? Was soll das denn sein? Du zuckst mit den Schultern. Vielleicht gibt es auch im jenseitigen Land Zwerge. Sie haben auf jeden Fall beschrieben, wie man diese magische Waffe herstellen kann. Wenn es mit Magie zu tun hat, kann die Waffe nicht von Zwergen stammen. Wir sollten die Finger davon lassen. Nudin fürchtet die Bücher. Ich glaube, die Feuerklinge ist unsere beste Chance, ihn aufzuhalten. Ich denke, ich werde mich mal weiter umsehen. Verlauf dich nicht. Und heute Abend trinken wir erstmal ein schönes Schwarzbier im glühenden Amboss. Jo, die können nur hier noch in Ruhe trinken. Also dann auf zum Großkönig.